Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplänkungssache. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute haben wir sehr, sehr zügig die Bepflanzung fertiggestellt. Und zwar habe ich ja das modulare Bausystem perfektioniert. Heißt, ich habe ein Teilstück vorgefertigt, was komplett random ist. Und das habe ich einfach immer wieder kopiert. Und so sieht es nicht Copy-Paste-mäßig aus, sondern als hätte ich alles per Hand geformt, hingestellt und designt. Ne, ist einfach so. Und das Einzige, was ich machen musste, war halt eine Pflanze, glaube ich, auszutauschen. Und zwar diese, weil die war einfach zu groß. Heute möchte ich nicht ausnahmsweise ausschließlich über meine Kopfhörer sprechen, sondern wirklich über diese Folge. Und ja, siehst ja, ne, da habe ich die kleinere Pflanze genommen und schwuppdiwupp, passt alles. Und genau, Entschuldigung, die Palme musste ich natürlich auch noch umsetzen. Ansonsten, ja gut. Ne, der Winkel stimmte nicht ganz, deswegen die noch nach hinten ziehen, aber im Großen und Ganzen kam ich ultra schnell voran. Sogar schneller als gedacht. Heißt, ich habe heute sogar schon, jetzt halte ich fest, designt. Ja, nicht nur Pflanzen habe ich heute designt, sondern ich habe heute auch animatronische Figuren hingesetzt und Fässer und Kisten. Ich weiß, das haut dich jetzt gerade vom Hocker, aber es ist so. Es ist wirklich so, ich kam heute richtig gut voran, ohne Übertreibung. Und ja, siehst ja, ich bin schon fast fertig. Mit den Pflanzen bin ich fast fertig, die muss ich noch umsetzen. Gut, das einzige Problem ist wirklich, bei diesem modularen Bausystem musst du immer wieder nachkontrollieren, ob du irgendwo durchglitscht, ne? Sei es durch die Seile, sei es durch die Pfosten, die wir da in die Erde gerammt haben, oder natürlich durch die Wände. Das wäre natürlich fatal, aber es ging so schnell von der Hand. Also ich war selber wirklich überrascht von dieser schnellen Bauweise. Und es sieht wirklich nicht Copy-Paste-mäßig aus. Da lege ich ja ultra viel großen Wert drauf. Und ich war echt überrascht. Ich war wirklich überrascht, wie schnell das ging. Ich bin noch nicht komplett fertig mit dem Design. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Also noch ein bisschen Piano. Wahrscheinlich nächste Folge wird es soweit sein, dass wir dann komplett alles hier umrandet bzw. alles designt haben in der Umrandung. Und dann können wir uns dran machen mit den Geschäften, ne? Und über den Geschäften und über den Geschäften. Also über den Geschäften ist halt, ja, die Dachziegel. Und die Kunstform. Ja, und die Kunstform. So, das Problem bei den Piraten ist, die bewegen sich. Da muss man extrem und höllisch drauf aufpassen, dass die, wenn die sich bewegen, nirgendwo gegenglitschen. Und bei dem zum Beispiel habe ich kontrolliert, dass der auch in die richtigen Richtungen guckt. Das heißt zum Beispiel nach links und nach rechts, dass der Winkel passt. Aber ich habe den gerade hingesetzt und der passte einfach. So, dann habe ich natürlich noch eine Goldtruhe hingesetzt. Ich werde natürlich selbstverständlich noch im Außenbereich ein klein bisschen was designen. Ja, eigentlich noch viel, viel mehr, aber eine Kleinigkeit werde ich noch hinzufügen zu diesem Gebäude. Und das Größere, was ich noch platzieren werde, ist zum Beispiel Wald drumherum. Ne? Aber das kommt im kompletten Piratenthemenbereich. Also das wird so eine Art Dschungel werden, wie beispielsweise, also ansatzmäßig bei der Lok. Ne, wo die Lok dann halt so ein bisschen runterfährt und dann Richtung Black Pearl gucken kannst und so. So kannst du dir ungefähr vorstellen, wie der ganze Themenbereich dann sein wird. Oder mit der Piratenhöhle, nicht die, wo man sich hinsetzen kann, sondern die, wo man durchläuft, die Black Pearl durchfährt und die Chuchu-Bahn durchfährt. So, bei diesem Piraten, bei dem hier, habe ich sehr, sehr viele Probleme gehabt, und zwar den richtig zu platzieren, weil ich möchte ja immer, dass unten die Plattform nicht zu sehen ist, und das ist gar nicht mal so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach, denn, also nur bei diesem Piraten, bei dem anderen ist gar kein Problem, der sitzende Pirat, gar kein Problem. Den habe ich auch zwischendurch gemacht, aber bei dem habe ich extreme Probleme gehabt. Ich weiß nicht, warum? Ob der seine Füße anders stehen hat? Das Problem war, pass auf, wenn ich die Kiste zu weit nach vorne gesetzt habe beispielsweise, dann waren die Füße vorne so halb verdeckt. Die glitschten so durch. Habe ich zu weit zurückgesetzt, hat man unten ja so ein kleines Fisselchen von der Plattform gesehen.
Das war wirklich nicht so einfach, da eine richtige Kiste zu finden. Ich hatte auch versucht mit einer Truhe oder beziehungsweise mit einem Fass, aber irgendwie funktionierte das nicht. Irgendwie wollte das Spiel nicht so, wie ich wollte. Also der Pirat, ich habe auch versucht, an eine Wand zu setzen, aber irgendwie klappte das Ganze nicht. Also wie gesagt, es war gar nicht mal so einfach mit diesem Piraten. Wie gesagt, der andere, gar keine Probleme. Wirklich gar kein Problem. Aber der Pirat, Kopfschmerzen bereitend. Wirklich. Ich habe da hin und her versucht. Ne? Ich habe auch zum allerersten Mal zwei Kisten übereinander gestapelt. Was normalerweise ich nicht mache. Normalerweise nehme ich eine Kiste und das reicht. Aber bei dem, ne. Der sagt so, ne, ich bin eine extra Wurst und ja, da musst du dich nach mir richten. Tut mir leid. Ist so. Guck mal, was ich da hin und her probiere. Ist krass, ne? Ist wirklich krass. Also, wie gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich den Piraten schon mal verwendet habe. Mit dem roten Bart, ja. Aber dann höchstens stehen. Den gibt es ja einmal in stehender Version, einmal in sitzender Version. Und ich meine, in stehender Version habe ich den nur gebraucht. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber wenn überhaupt. Wenn, doch, den habe ich gebraucht bei der, ich glaube sogar bei der Stuntshow. Oder vertue ich mich jetzt? Nee, ich meine, bei der Stuntshow habe ich den auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich. Im Schaufenster, meine ich, steht der. Ja, bei dem Kostümverleih. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich meine, der ist sogar beim Kostümverleih. So, pass auf. Folgendes. Ich habe dann so eine Art Rampe für ihn gebaut. Ne? Also unten eine Kiste. Oh. So, und dann brauchte ich jetzt mal Ablenkung, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Der andere Pirat war doch immer einfacher, oder? Habe ich mich jetzt vertan? Pass auf, da ist der andere sitzende Pirat. Pass auf, jetzt guck mal bitte, wie schnell das da geht. Ich wollte einmal gucken mit dem kleinen Fass, aber das Problem ist, die Füße sind etwas zu lang. Oder der zu hohe Absätze, eins von beiden. Und dann habe ich einfach das große Fass genommen, habe das ein bisschen gedreht und fertig. Es war, wie gesagt, bei dem Piraten war es nicht so schwer. Bei dem anderen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der die Füße anders stehen hat oder was. Ja, wie gesagt, also das da, was du jetzt siehst, lasse ich erstmal so. Ich wollte gerade sagen Final, aber Final wäre ja nicht, weil Final wäre, lasse ich so in dieser Position. Pass auf. Ich habe mir dann überlegt, nicht diese Kiste zu nehmen, die habe ich erstmal versucht, sondern eine Planke dahin zu setzen. Und das sieht noch nicht mal so verkehrt aus. Ne? Einfach so eine Planke da drauf gesetzt, so, und dann hast du das versteckt. Fertig. Et voilà. Nee, Quatsch, die Kiste muss natürlich noch ein bisschen weiter rübergezogen werden, aber ansonsten, et voilà, fertig. Pass auf, der war wirklich nicht so einfach und den wollte ich unbedingt haben, weil er ist so eine Art Captain. Ne? Und deswegen wollte ich den gerne da haben. Ich habe selbstverständlich auch kontrolliert. Ich habe kontrolliert, ob die irgendwo durchglitschen, ne? Beispielsweise mit Fußbewegungen durch die Fässer oder sonst irgendwie. Nein. Also Blätter und alles sind safe. Dann habe ich schon angefangen, weil ich mir dachte, oh, ich bin ja heute richtig gut durchgekommen. Platzieren wir schon mal Fässer. Und ich mag es ja, wenn nicht Copy-Paste-mäßig ist, hatte ich ja anfangs erwähnt. Und natürlich mache ich dann die Fässer so ein klein bisschen versetzt. Habe ich zum Beispiel beim WoD-Ride mit den Kohlen gemacht. Das sieht keine Sau, ich weiß. Aber es ist einfach für mich, ich weiß nicht, so ein Zwang. Ne? Also genauso wie die perfekte Ausrichtung. Das ist für mich so ein Zwang. Und ja, ansonsten kann ich nachts nicht schlafen. Fässer habe ich jede Menge platziert. Wie gesagt, es werden auf jeden Fall noch Dekorationselemente hinzugefügt. Aber heute bin ich schon immens weit gekommen und einen immens großen Schritt in Richtung, naja, Fertigstellung noch nicht, das wäre ein bisschen übertrieben. Also da würde ich sagen, sind wir noch ein bisschen entfernt, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 Folgen. Aber wir sind schon einen guten Schritt vorangekommen. Ne? Also es sieht jetzt auf jeden Fall schon mal gut aus. Was ich wohl gemacht hatte ist, was mir nachher einfiel, oder was mir jetzt gerade einfällt, ich sollte vielleicht noch ein Fass drehen, aber das werde ich dann noch machen. Die ein oder anderen Fässer habe ich schon gedreht, aber ein Fass würde ich gerne noch drehen, vermutlich. Ja, oh! Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.